Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Wir sind in Bremen oder immer noch in Bremen. Von der letzten Fahrt von Aalburg nach Bremen sind wir natürlich in Bremen angekommen. Wir stehen jetzt bei, wie hieß dieses Nest? Ich muss jetzt selber mal gucken, ob wir das jetzt noch sehen oder auch nicht. Nein, das ist gut, aber auf jeden Fall bestehen wir beim Lieferanten, der nennt sich, ach ja, Euro Goodies. Bei Eurogulli stehen wir jetzt und müssen Hüttenkäse, 18 Tonnen, nach Stavanger, also nach Norwegen, hinschaffen. Und mir ist auch so eingefallen, ich glaube, ich habe auch in den letzten Videos oder eventuell in den letzten Videos verwechselt Norwegen und Schweden. Also Norwegen ist auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist ja Schweden. Und ich habe das, glaube ich, andersrum so interpretiert. Vielleicht habe ich auch einige Videos damit in Thumbnail falsch beschrieben. Wenn ja, pardon. Ansonsten, falls ich das doch richtig gemacht habe, dann habe ich ja nochmal Schwein gehabt. Auf jeden Fall, wir fahren nach Stavanger. Da sind knappe 600 Kilometer bis dahin. Mit 300, ja, 600 noch was ist der Fahrweg und 330 der Seeweg. Ja, 18 Tonnen Hüttenkäse. Wir haben alles eingegeben für die Firma. Und dann fahren wir auch gleich mal los. Mal sehen, was so passt. Auch wieder so katastrophale Unfälle geben wird. Ja, wir müssen dann natürlich die Handbremse vorher loslassen. Loslassen ist gut, aber die lösen eventuell. Ja. Was mit meiner Stimme los ist, ich weiß langsam auch nicht mehr. Geht mir langsam selber auf den Nerv. Ja, so fängt das schon an. Das war mal schon bald geradeaus gedüst. Wo ich ja gar nicht hin wollte, aber okay. 60 soll man fahren. Wollen wir schon 60 fahren? Naja. Mehr oder weniger. Wir haben natürlich mal wieder die Nacht erwischt. Das ist irgendwie langsam. Bisschen blöd, dass wir jedes Mal hier die Nacht erwischen. Ups. Hat da schönes Fernlicht an. Wollte mir jetzt hinten reinfahren, der Sack, oder was war das? Ja, wieder so eine Vollpfosten unterwegs, keine Ahnung. Wir haben mal wieder die Nacht erwischt. Ja, nichts Neues, wenn ich hier mal was aufnehme und mal was am herrlichen Tag zeigen könnte. Aber irgendwie mag denn das nicht so. Beziehungsweise das Spiel mag das nicht so. Ich bin natürlich auch gerade von der Arbeit rein. Ich habe jetzt bloß oder beziehungsweise nehme jetzt eigentlich auch bloß auf, weil ich morgen frei habe. Aber was ganz Neues frei hat auch nicht jeder. Schon Luxus, frei zu haben. Deswegen komme ich auch zu der Ehre und kann hier mal aufnehmen wieder. Sehr schön. Wobei, ich hatte ja das Wochenende eine Folge rausgebracht von City Skylines, das neue DLC, also das sogenannte DLC oder das sogenannte After Dark von City Skylines. Ja, und da habe ich natürlich meine Künste wieder probiert, was zu bauen.
und habe es auch wieder ein bisschen offline gespielt, aber ich glaube, da habe ich Murks gemacht, aber das müssen wir dann in der nächsten Folge sehen. Und das werden wir in der nächsten Folge sehen. Also da gibt es schon die ein oder anderen Probleme, die werden wir hier nicht haben, zum Glück. Hier brauchen wir ja bloß fahren. Ja, bloß ist es eigentlich auch schon wieder so übertrieben. Viele können ja nicht fahren wie ich, also. Naja, fahren. Wir können schon fahren, so ist es nicht. Was jetzt noch so aufgefallen ist, in Steam gibt es ja für den Train Simulator 2016, da es dann neu rausgekommen ist, also alle die Vorabversion oder die Vorversion wie 2015, 14, 13 hatten, die wurden alle geupdatet, obwohl wer spielt noch 2013 und dann auf die 16er, das ist ein bisschen komisches Update, aber es gibt auch so eine Leute, einige kenne ich. Die haben dann eben so ein Update. Aber naja, wobei, man kann das ja so spielen, wenn man das will, stellt dann das eben ein, dass keine Updates kommen sollen. Dann spielt man eben fleißig die 2013er Version. Obwohl man schon längst die 14, 15er oder die neueste Version jetzt spielen könnte. Aber egal. Ja, wie gesagt, das Update ist dann rausgekommen von Train Simulator, also ist jetzt auf 2016. Man kann das natürlich auch original erwerben. Kostet natürlich wieder eine Stange Geld. Finde ich meistens ein bisschen zu teuer. Aber muss jeder selber wissen, wer hat, der kann. Nach dem Motto, wer nicht kann, der hat nicht. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall weiß ich jetzt selber nicht, auf das Spiel im Store zu dieser sogenannten Jubiläumsedition oder Jubiläum 2016, wie auch immer die das so nannten, gibt es auf jeden Fall 40% Rabatt auf die ganzen Add-ons zum Beispiel. Zumindest einige sind, nicht alle, wobei ich hatte nur zwei gesehen. Und naja, kann man sich dann eben das Spiel oder einige Add-ons runterladen für 40% weniger. Das Spiel selbst, das Hauptspiel, glaube ich, auch für 40% weniger oder noch weniger Prozente. Also nicht gerade die Welt. Aber es sollte reichen oder genügen für euch. Oder für diejenigen, die ein bisschen sparen wollen. Mal aufs Fahren konzentrieren hier. Schon wieder ein bisschen komisch hier zu fahren, wenn man eine ganze Weile eben nicht gefahren ist. Fängt man jetzt wieder an mit Euro Truck Simulator. Aber na gut. Müssen wir durch oder ich muss durch. Für euch und so weiter. Ja, nochmal zurückzukommen. Auf jeden Fall, da gibt es 40% Rabatt auf die ganzen Add-ons, wie das Spiel, also das Hauptspiel von Train Simulator sein wird. Wie viel Rabatte oder wie viel Prozent da es geben wird, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß bloß eben, dass die Spiele, diese Add-ons alle 40% sind. Und dann können diejenigen, wenn ihr wollt oder möchtet, eben da zuschlagen. Ich selbst habe jetzt mir keins geholt. Weiß auch nicht warum. Gar keine Lust dafür, ehrlich gesagt. Na gut, Lust liegt nicht daran, aber einfach zu bequem gerade, mir das wieder irgendein Add-on zu kaufen. Es geht ja auch darum, man muss ja auch Lust und Laune dazu haben. Oder beziehungsweise dieses Add-on mögen und ja, ich finde, da gibt es so wenig Strecken, die sich lohnen zu zeigen. Um die extra zu kaufen, muss ich jetzt eigentlich auch nicht gerade für mich jetzt haben. Deswegen habe ich eben nichts gekauft und habe mir dann eben jetzt so vom 24.09.
Das After Dark, dieses DLC runtergeladen oder gekauft, hat ja auch 15 Euro gekostet. Und ja, jetzt klebe ich da wieder dran. Also mal irgendwie kommt man nicht weg von irgendwie von das auf dies. Immer so ein Hin und Her irgendwie. Aber naja. So, wir machen uns jetzt mittlerweile nach Norwegen auf dem Weg. Oder sind wir noch auf dem Weg? Hierbei. Kannst mich ja gerne überholen, dann lache ich dich aus. Aber wir können noch ein bisschen Gas geben. Jetzt klebt er mir im Schuh. Aber wie gesagt, ich fahre gern hier 60 runter. Können die gerne machen. Jetzt durch. Wo ist da der Sinn, nur damit ich dieses komische Ding da auch abfahre? Oder auch nicht? Gut. Hätte sein können. Aber es hat sich wieder gelohnt zu überholen. Deswegen weiß ich auch immer, wenn ich auf YouTube mir Videos angucke, gibt es ganz viele, könnt ihr auch mal eingeben. Es nennt sich dann Car Crashes oder so. Oder Car Crash, wie auch immer. Auf jeden Fall, die spielen meistens immer so in Russland. Wenn man sich da mal anguckt, wie die in Russland alle Auto fahren, fragt man sich wirklich, wie einige Leute da ihren Führerschein erworben haben. Ja, schon relativ sehr spannend und beeindruckend, manche Unfälle da so hinzubekommen, wie die das machen. Also, da kann man eigentlich nur Kopfschütteln und sagen, oder hoffen, oder daran festglauben, ich werde nie mit einem Auto nach Russland fahren. Also relativ sehr abenteuerlich, wie die Russen da Auto fahren. Und wenn dann gibt es ja dann noch hier mit irgendwie Highway Fighting und wie auch immer, oder Road Rage, wie sich das nennt, wo die sich dann da fast oder da kloppen direkt auf der Straße, keine Hemmung haben, sich da mit Baseballschläger zu bewaffnen, das Auto von anderen zu demolieren, also ja, da fragt man sich echt, ey, wo man da gelandet ist, sag mal, also das ist schon recht, sag ich jetzt mal, echt übertrieben krank, was da abgeht auf den Straßen von Russland oder woanders eben, aber hauptsächlich ist es ja in Russland. Und da irgendwie mit einem Auto Urlaub zu machen oder wie auch immer, überlege ich mir 10-mal. Oder würde ich mir 10-mal überlegen. Da ist es dann doch schon auf den deutschen Straßen etwas ruhiger oder eventuell ruhiger. Ja, was heißt eventuell? Da ist es eigentlich ruhiger. Aber so wie da gefahren wird, ja, da möchte man kein LKW-Fahrer sein, Busfahrer oder wie auch immer. Da kommen schöne Sachen zusammen, wie da gefahren wird. Sehr, sehr toll. Könnte man auch praktisch eine Doku drehen davon. Ja, manche da ihre Kamera da vorne ranmachen, diese sogenannten Dashcam. Weiß gar nicht, warum die Russen überall, oder warum in Russland fast jeder Fahrer so eine Kamera dran hat, wobei, wenn man sich dann wieder diese Videos anguckt, man sieht ja die bauen Unfälle oder andere bauen Unfälle, der gerade filmt, und dann verpisst er sich knallhart auf der Straße, ne, also ja, und eigentlich ist es ja so, in Deutschland zum Beispiel sind ja diese Kameras verboten, soweit ich das weiß, und wenn jetzt Unfälle damit aufgenommen werden,
sind die eigentlich noch nicht mal vor Gericht verwertbar. Also Videomaterial ist irgendwie, oder weshalb auch immer, in unserem tollen deutschen Staat nicht verwertbar. Und ja, warum das in Russland so ist, dass die das haben, auf das dann wieder anders ist, wahrscheinlich schon. Sonst würde nicht jeder x-beliebige da so eine Kamera da vorne dran haben. Oder machen die das vielleicht, damit sie darauf warten, dass da was passiert? Weil wenn man sich manche Videos anguckt, da könnte man denken, das ist jeden Tag so. Also das ist ja dann relativ egal, wie man abbiegt. Da kann immer was kommen. Das ist wie vielleicht jetzt hier so, wenn da vorne jetzt einer rauskommen würde, der sieht, ja, ich bin jetzt dran, der fährt dann knallt trotzdem noch durch. Also ja, das ist manchmal schon sehr ungewöhnliches Fahrverhältnis, was die da haben, wie die das gelernt haben, frage ich mich da echt. Also muss man schon sich echt fragen, wie manche da zum Führerschein gekommen sind. Aber das ist ja wieder was anderes bei ETS 2 hier. Hier muss man uns nicht fragen, wie man zum Führerschein kommt. Hier kann jeder fahren. Das ist das andere Problem. Hier fährt auch jeder. Zum Beispiel fährt man gleich hinein im Arsch, wenn er noch 2 Zentimeter von mir reinfährt. Volltrottel. Fahr 100, bei mir ist auch egal. Ja, wie gesagt, hier bei Euro Truck ist es dann relativ egal, wer hier einen Führerschein hat oder wer nicht. Oder ob man ihn braucht. Hier gibt es eine Automatik oder auch keine Automatik, dann kann man mit Gangschaltung fahren. Oder eben auch nicht, das ist dann toll. Naja, fahren wir weiter rüber. Bedankt sich nicht, gut. Ja. Also es gibt, wie gesagt, Chaoten auf der Straße, im realen Leben und natürlich hier in der virtuellen Welt. Bei Euro Truck Simulator 2 sowieso. Da nimmt sich keiner Blöße, fahren alle schön, wie sie wollen, wie sie möchten. Aber naja. Muss ja jeder selber entscheiden, wie er fährt und möchte. Herr Hoffmann fährt gerade an mir vorbei. Ist auch gut, das erinnert mich wieder an meinen Chef. Herr Hoffmann, tu im Baumarkt, wenn das viele sagen, jeden was sagt oder den meisten was sagt. Ja, toller Chef, der toll zusammengearbeitet hat mit einem. In der Lehrzeit 2,5 Jahre dort gearbeitet. Ja, Zusammenarbeit. Wenn man jetzt Schulnoten bewerten würde, würde ich den mit einer 5 minus bewerten. Aber was haben wir schon als Lehrlinge früher zu sagen gehabt? Eigentlich nichts oder auch nichts. Man konnte sich immer bloß anhören, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Deswegen war das dann auch relativ scheißegal, wie der Chef war, ob man den mochte oder nicht. Man musste da durch. Ich auf jeden Fall für meinen Teil habe die Erfahrung gemacht und die hat mir gereicht. Zumindest in diesen Saftladen, sag ich mal. Ganz ehrlich, das war ein Saftladen. Ist es immer noch und da haben dann im Prinzip auch selbst die Leute mit dazu beigetragen. Wie die sogenannten Chefs. Also an ihn habe ich mich dann nochmal so später mal erinnert oder an anderen in vielen Bereichen, wo ich mal gearbeitet habe oder noch gearbeitet habe. Wenn man da sieht, was es da für Unterschiede gab, weil zum Beispiel ich habe Edeka Großhandel noch gearbeitet. Und wenn ich da gesehen habe, wie der Chef gearbeitet hat, also der hieß dann komischerweise oder zufälligerweise auch Herr Hoffmann, also der hat wirklich noch mit angepackt, weil ja gut, ein Chef muss nicht mit anpacken, sag ich mal so. Aber ich muss da nicht einen ganzen Tag, 12 Stunden lang, wenn ich dann dort schon bin, oder wenn ich da mal bin, mit einer ganzen Zeit mit einem Notizblock in der Hand rennen und mit einem Stift in der Hand und dann die
meine Fachkräfte, Praktikanten und Lehrlinge durch die Gegend scheuchen, aber ich werde nie was anfassen. So war das jetzt ungefähr in meiner Lehrzeit im Baumarktentum. Also, es war echt ein toller Chef. Und das ganze Gegenteil war dann eben nach meiner Lehrzeit, wo ich dann dort meine, wie nennt man das, Berufserfahrung in Edeka Großhandel gesammelt habe. Also, ja, der war, Mensch, der war das ganze Gegenteil. Also, den habe ich nie mit einem Block rumrennen sehen oder so. Oder hat irgendwie im Büro gesessen und seine Eier gekrault, auf gut Deutsch. Der ist wirklich immer rumgerannt und hat da gearbeitet, hat einem geholfen. Da war man schon, ich sage jetzt nicht per Du, aber man war dort ein fester Bestandteil. Man hat gesehen, er hat einen gebraucht. Also, der Mann hat den ja auch wirklich gebraucht, hat er mir dann auch gesagt. Aber ich wurde, auch wenn es eher der Chef war, ich wurde da nie eingestellt. Also, ich habe da meine Jahre gemacht und dann durfte ich wieder gehen. Oder Monate. Aber er hätte gern welche gebraucht und er hat das gezeigt, dass er die Leute gebraucht hat, mit denen er auch gut klarkam. Und dann hat er ihnen das auch gezeigt, aber dann wurde es eben nix. Und das hat mich dann eben auch ein bisschen so geärgert, weil den Mann fand ich relativ richtig gut. Da habe ich mich eigentlich schon geärgert, in dem Sinn, dass ich da meine Lehre nie gemacht habe, als in diesem beschissenen Thunbaumarkt. Also, bekloppt, da eine beschissenere Ausbildung kann man da gar nicht gehabt haben, die man da gemacht hat, ganz ehrlich. Was da für ein Versprechen und Gesülze war und was man dann gemacht hat, die Jahre über, dann hätte ich mir da gleich in den Arsch treten können und sagen können, hier wird sowieso nichts. Wobei, man hat das ja vorher schon gewusst, eigentlich. Ein ganz kleines Stück noch. Jetzt bin ich beinahe hier reingerammelt, weil ich das hier nie gesehen habe. Was hier ein paar Ochsen. Keine Ahnung, was sie da hier gemacht haben. Auf jeden Fall Wettfahrt oder auch nicht. Ich hoffe, du lässt mich jetzt rein. Ja, der hat einen Mega-Leck. Verpiss dich. Der leckt wie Schlipper. Da gibst du jetzt Gas oder was soll das jetzt werden hier? Das fahre ich auch schon 90, was ich gar nicht will. Ja, wir geben nach und alles gut. Soll er 100 fahren? Auf jeden Fall, wir hatten dort, oder ich für meine Zeit habe da viel rausgelernt, dass Chef nicht gleich Chef ist und man viele andere Menschen dadurch kennengelernt hat, die wissen, was Arbeit ist und nicht wahrscheinlich alles in die Wiege gelegt bekommen haben. So meine Erfahrung auf jeden Fall. Manchmal, ey. Sag ja, das ist wieder mal schön hier am Mittag zu spielen, wenn man dann sowas wieder sieht, ey. Wie die Leute hier fahren. Das ist schon echt Traum. Kann doch nicht sein, ey. Jetzt weiß ich eigentlich auch gar nicht mehr, woran ich
stehen geblieben bin, warum ich jetzt mit dem Chef da geredet habe. Oder über meinen Chef, Ex-Chef, wie auch immer, in der Zeit, aber ja. Ich sage einfach mal, ich bin froh, dass ich es dort geschafft habe nach 2,5 Jahren. Meine Lehrzeit, die war dann vorbei und dann ist Ende im Gelände, also großartig gelernt. Gebe ich ehrlich zu, habe ich da nie was. Weil, wenn ich mir zu den Einführungsgesprächen damals mir versprochen wurde, du machst diesen Bereich und diesen Bereich und diesen Bereich, also es gab 3 oder 4 Bereiche in einem Baumarkt und man hat dann wirklich die ganzen 2,5 Jahre um einen Bereich gesessen und war dann sozusagen die Mülltonne. Ja, dann fand ich das echt klasse. Also, was ich dann wirklich gelernt habe, also es hieß ja, großartig, wie hieß denn das, im Heimwerkerbedarf, Verkäufer im Heimwerkerbedarf. Also ich bitte auch jeden, der Verkäufer werden will, werdet nicht Verkäufer, werdet Kaufmann oder Kauffrau im Einzelhandel. Das ist eine viel höhere Position wie dieser beschissene Verkäufer, weil Verkäufer ist wie so ein Tellerwäscher auf Deutsch. Ja, und ich war dann ausgelernt habe ich einen Verkäufer im Heimwerkerbedarf. Das Gute ist, ich habe vom Heimwerkerbedarf nie Gegenstände in der Hand gehabt, nie dort gearbeitet, nie irgendwas Praktisches gemacht. Also ich habe 2,5 Jahre in einer wunderschönen Gartenabteilung gestanden. Also hat sehr viel mit Heimwerkerbedarf zu tun gehabt, wenn man nur Blumen sieht jeden Tag. Also das war wirklich meine Ecke da und das musste ich da machen. Ne? Also ich konnte mich auch nicht beschweren, weil wie gesagt, man war der dumme Lehrling und hast du dich da widersprochen, gab es dann ihn auf den Deckel. Aber naja, die Zeiten sind vorbei. Deswegen, Verkäufer würde ich nie wieder werden wollen. Hätte ich das alles früher gewusst, hätte ich da auch niemals meine Lehre gemacht. Ganz ehrlich. War zum Kotzen. So, hier wird irgendwie langsam ein bisschen mehr los. Oder ist mehr los. Noch haben wir unsere Ware heil. Ja, ist mal wieder toll, wenn man hier Abend aufnehmen darf oder ich möchte aufnehmen und komme über andere Themen zum anderen Thema. Man hat manchmal gar nichts mit ETS zu tun. Ja. Tut mir leid, ich hoffe, dass euch nicht gerade so auf den Sack ging. Wenn ja, schreibt es mir einfach rein in die Videos, weil ich mich da auch nicht einfach in der dumm und taubstumm hier sitzen und nichts sagen. Deswegen mache ich eigentlich auch keine Videos, weil ich da nicht reden will, sondern weil ich reden möchte. Und ob es jetzt gerade so sinnvoll war, was ich da oder über was ich geredet habe, vielleicht meine Erfahrungen selbst. Könnt ihr mir selber sagen, was habt ihr für Erfahrungen gehabt oder gesammelt? Ihr könnt es schreiben in den Kommentaren, unter dem Video in den Kommentaren, so rum. Dann könnt ihr mir gerne eigentlich mal mitteilen, wie war eure Lehrzeit, war die toll, war die schön, hattet ihr einen guten Chef, hattet ihr gute Mitarbeiter und so weiter. Könnt ihr das behaupten, das war genauso wie bei mir oder habt ihr das Gegenteil erlebt und so weiter. Wobei wir jetzt gerade bei den Mitarbeitern sind, weil es mir gerade so eingefallen ist. Das ist das Ultimative, was ich immer noch ganz genial finde. Also ich wohne immer noch hier, wo ich meine Lehrzeit gemacht habe und ich gehe da auch, nein, nicht regelmäßig einkaufen, aber ab und zu, weil es ein Baumarkt was. Wer braucht jeden Tag einen Baumarkt was? Also Holz fressen tue ich abends nicht oder so, deswegen geht man ja nur selten in einen Baumarkt. Ja, und das Tolle war ja, man hat ja 2,5 Jahre in diesem sogenannten Blumenladen oder Blumengartencenter gearbeitet. Und da hat man ja eigentlich immer die gleichen Leute vor sich. Und ja, da war man ja Anführungszeichen per Du. War man ja nicht, man war ja trotzdem ein Sie. Und ja, und wenn ich da jetzt einkaufen gehe, noch, dann ja, wie soll ich das sagen? Also wenn ich da einkaufen gehe, ja, ganz ehrlich gesagt, gucken mich alle mit dem Arsch an, ne? Also mich will da keiner mehr kennen auf Deutsch.
was heißt nicht mehr kenne, aber die kennen mich schon, aber tun so, als wenn sie mich nicht mehr kennen. Da grüßt keiner mehr, sagt keiner mehr Guten Tag und auf Wiedersehen. Hi, wie geht's dir? Kurzes Gespräch und sowas, das ist gar nicht mehr. Das ist einfach Kacke. Und jetzt die ganzen anderen Bereiche wie Holz, Tapeten, was gab's noch, Farbe und so, das sind ja diese Bereiche, die ich noch Anführungszeichen kennenlernen sollte. Da grüßen mich die Leute. Also wenn ich da einkaufen gehe, die grüßen mich, die sagen, hey, wie geht's dir? Was machst du so Schönes? Die reden 10, 5 Minuten oder so. Aber was ich in der eigenen Abteilung dann, oder wo ich da gearbeitet habe, was da passiert, das ist dann schon sehr abenteuerlich, sagen wir es mal so. Grüßen, hallo, auf Wiedersehen. Ach, kann man da, sag ich mal, da kann man gleich mal am Arsch fassen. Würde auch nichts bringen. Alter. Bin ich jetzt schon wieder so behindert? Sag ich ja, meinst du, den Motor abgewürzt ist, weil ich den jetzt reingebrettert? Wir sind jetzt schon mal angekommen, aber ich glaube, ich hätte auch durchfahren können durch den, aber ist egal. Wir wollen nach Stavanger und da hält er auch genau an. Stavanger, Stavanger. Fähre und Zug benutzen. Nicht wundern, dass es jetzt ein bisschen dauert. Ich muss das wieder hier eingeben. 16:21. Oder? Oh. Ja, und da sind wir jetzt eigentlich auch schon da. Das ist das Tolle jetzt. Wir sind nur 3 Meter von irgendwo hin. Das Ziel ist gleich vor uns. Das ist natürlich gut. Exit, ich will jetzt. Okay, danke. Das habe ich mir gerade eingeschissen. So, wie kommen wir jetzt da hin? Oder kommen wir. Kommen wir da so ran? Oder bin ich jetzt. Ah, ne, gut. Ich dachte, da brauchen wir bloß hinten ranfahren, aber okay. Müssen wir nicht. Wir brauchen bloß so. War hier eine Lampe irgendwo? Nicht, dass ich die mitnehme. So, versuchen wir mal rückwärts einzuparken. Das könnte schief werden. Aber ist es nicht. So. Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich fertig mit meinem Gesülze, hab euch die Ohren zugesalbelt. Ob euch das jetzt gefallen hat, ich hoffe, ja. Dann bin ich auch zufrieden. Ansonsten, wie gesagt, ich kann, wenn ich hier fahre, die ganze Zeit hier taubstumm da sitzen, nichts sagen. War jetzt so ein kleiner Eindruck von meiner Lehrzeit, ob euch das jetzt gefallen hat oder nicht. Könnt ihr gerne mal in dem Video reinschreiben. Ansonsten, machen wir jetzt erstmal hier fertig. Da sehen wir unser Hungergeld, was wir verdient haben. 30.795 Euro, 827 Erfahrungspunkte und wenige Erfahrungspunkte, die wir noch brauchen für Level 64. Dann sind wir ein Stück erfahrungsreicher und keine Ahnung, ob wir da mehr Geld kriegen irgendwo mal oder auch nicht. Es kommt immer natürlich darauf an, wie weit ich fahre. Das sind eben bis 626 Kilometer und nicht 1600 oder 3600. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten Daumen nach unten. Natürlich würde ich mich dann freuen, wenn eine Begründung dazu kommt. Was könnt ihr oder warum, was hat euch nicht gefallen und so weiter. Natürlich könnt ihr auch Wünsche, Kritiken und Vorschläge reinschreiben. Alles natürlich auch wieder in den Kommentaren zu dem Video oder unter dem Video. Und
Dann sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge zu Euro Truck Simulator 2, Train Fever oder City Skyline After Dark oder mal irgendwann, ich weiß es noch nicht wirklich wann, Train Simulator, ob ich das noch mal so zeige, beziehungsweise zeigen möchte, weil ich muss wirklich erst das abfahren, weil ich habe schon ein paar Versuche gehabt mit Train Simulator, die dann mitten in der Aufnahme einfach das ganze Spiel abgekackt ist und da ist dann natürlich für den Arsch. Deswegen muss ich erst das Ding abfahren, das dauert auch wieder und dann nochmal fahren mit den Let's Play. Ja, ansonsten Videovlogs werden auch noch kommen irgendwann jetzt, aber ich weiß nicht direkt wann, aber auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und für alle, die eben noch nicht mich kennen oder abonniert haben oder noch nicht abonnieren können oder mich wollen, wie auch immer, Fragezeichen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die mich noch nicht abonniert haben, ihr könnt mich gerne abonnieren, würde ich mich freuen natürlich. Müsst ihr natürlich nicht, ist kein Zwang oder kein Muss. Für mich heißt das bloß, euch gefallen die Videos und dann gefällt mir das natürlich auch. Somit zeigt das dann auch mein Interesse, ob ich da natürlich weitermache, was ich natürlich eher machen will. Aber natürlich müsst ihr auch ein bisschen Geduld haben. Ich bin, oder wie viel jeder andere, ein bisschen arbeitsaktiv. Man steht alle selbst im Arbeitsleben und muss irgendwie sein Brot dazu verdienen. Deswegen gibt es eigentlich bloß um am Wochenende immer ein paar Folgen. Heute ist die Ausnahme. Ich bin oder habe jetzt die 2 Tage frei, warum auch immer. Ist eben so. Das ist eben so, das wurde so festgelegt und da habe ich frei. Deswegen kann ich heute aufnehmen und wie gesagt, also ich nehme dann für meine freien Tage, die ich habe, nehme ich mir Zeit zum Aufnehmen, um euch das dann eben zu zeigen. Ansonsten, wie gesagt, an Wochenenden kommen die anderen Videos, andere Folgen, ETS, Train Simulator oder City Skylines oder Train Fever, eins von beiden oder Videovlogs, je nachdem, was gerade so anfällt. Ansonsten sage ich nochmal bis hierhin Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Euro Truck Simulator 2. Ich sage Dankeschön und bye bye. Ich glaube, ich habe jetzt bestimmt gesagt, ich sage. Egal, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zuschauen und bye.